Guten Morgen. Alles gut zu hören? Prima. So, wir haben heute hier eine Friedenskundgebung gegen Abrüstung. Wie ja der eine oder die andere vielleicht mitbekommen hat, ist im Moment ein großes, sehr großes NATO-Manöver an der Grenze eines Landes, welches man aber angeblich ja nicht bedroht. Welches Land das ist, können Sie sich vielleicht denken. Es ist an der russischen Grenze zumindest. Und dort ist auch die Bundeswehr sehr stark wieder involviert mit der zweitgrößten Anzahl an Soldaten. Und das wissen die meisten vielleicht gar nicht, auch Braunschweig spielt dort eine entscheidende Rolle, weil die Kampfhubschrauber, die dort hinverlegt worden sind, der Amerikaner, haben genau hier an der ehemaligen Zonengrenze, das heißt in Kassel und in Braunschweig, getankt. Wir sind also in die Logistik der etwaigen Eskalation mit Krieg einbezogen in Braunschweig. Die Nachfrage bei der Flughafengesellschaft ergab, dass man dagegen hier nichts unternehmen kann, weil es ist nun mal ein Verkehrsflughafen und die NATO oder auch die Bundeswehr sind berechtigt, hier diese Flugplätze zu benutzen. Da fragt man sich natürlich, warum nun gerade hier in Braunschweig, warum nicht weiter östlich? Das hängt damit zusammen, dass ursprünglich die sowjetischen Truppen bei der deutschen Einigung abgezogen sind unter der Maßgabe, den sogenannten 2+4-Vertrag, dass dort ausländische Truppen dürfen im Beitrittsgebiet, also ehemalig DDR, nicht stehen. Und da achtet natürlich dann jetzt Russland drauf, dass die Verträge, die geschlossen worden sind zwischen den ehemaligen Siegermächten und den beiden deutschen Staaten, in dieser Frage eingehalten werden. Also hat man sich konzentriert und erinnert, ach, da haben wir ja noch Flugplätze auch, die gar nicht so richtig ausgelastet sind. Also, Braunschweig ist wieder sowas wie eine logistische Drehscheibe, nicht zu sagen Frontstadt geworden. Wenn es hier zu Auseinandersetzungen kommt, dann können wir damit rechnen, dass Braunschweig und der Braunschweiger Flughafen hier eine entscheidende Rolle spielen für die Logistik der NATO und der natürlich auch der Bundeswehr. Soweit als kleine Einlage hier vorweg dessen, was auch Braunschweig kommunalpolitisch sich hier tut. Und wir werden da natürlich nicht nachlassen. Man muss überlegen politisch, wie man dagegen vorgeht. Die meisten Parteien kümmern sich darum nicht. Das regt insgesamt kaum jemanden auf, dass man in dieser Lage ist. Also da muss sich die Friedensbewegung, da müssen sich die Friedensgruppen einiges einfallen lassen, um hier weiter vorstellig zu werden. Ja, soweit vielleicht als kleine Einleitung. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir heute. Das Friedenszentrum ist hier und Friedensbündnis ist hier und eventuell auch noch einige, die sich jetzt hier zusammengefunden haben aus der neuen Aufstehenbewegung. Gemeinsam wird heute hier jetzt eine Kundgebung abgehalten werden. So, jetzt frage ich mal in die Runde, wollen wir erstmal mit einer Musikeinlage starten? Erstmal Musik. Also, Musik. Und dann kommt Elke Almuth vom Friedenszentrum Friedensbündnis und wird hier eröffnen. So, also Musik. So, gestern Abend habe ich noch ein altes Lied von Bob Dylan wiederentdeckt. Und ich denke, das kennen ganz viele. Und wer Lust hat mitzusingen, der singt einfach mit. Sleeps in the sand. And how
Im Namen des Friedenszentrums begrüße ich Sie alle zu der Braunschweiger Kundgebung für den Frieden. Die Friedensbewegung und die Initiative Aufstehen folgen dem Aufruf der Initiative Abrüsten statt Aufrüsten. Um unsere Forderung nach Abrüstung bei der zweiten und dritten Lesung des Bundeshaushaltes in Berlin, um diese Forderung zu unterstreichen, finden die Aktionstage Abrüsten statt Aufrüsten bundesweit in vielen Städten Deutschlands statt. Auch hier in Braunschweig setzen wir ein Zeichen gegen die Aufstockung des milliardenschweren Verteidigungshaushaltes und gegen die Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Bisher haben über 115.000 Menschen den Aufruf der Initiative unterzeichnet. Und es werden täglich mehr. Das ist kein Zufall, meine Damen und Herren. Die große Mehrheit der Bevölkerung lehnt Aufrüstung, Rüstungsexporte und Auslandseinsätze ab. Sie wissen, dass Aufrüstung Kriegsvorbereitung ist. Die Mehrzahl der Menschen wollen keinen Krieg. Ungeachtet dessen will die Bundesregierung den Militärhaushalt mit mehr als 4 Milliarden Euro aufstocken. Das heißt, 4 Milliarden mehr für Rüstung und für Kriegsvorbereitung. Dazu kommt, dass die jährlichen Militärausgaben stetig weiter steigen sollen, sodass die Ausgaben für Militär, Rüstung und Krieg in wenigen Jahren doppelt so hoch sein werden wie bisher. Das sind 70 Milliarden Euro. Die Rüstungsindustrie ist der große Gewinner. Verlierer sind die Menschen. Das Geld fehlt. Das Geld fehlt für wichtige Aufgaben im zivilen und sozialen Bereich. Statt Geld für die Rüstung brauchen wir Geld für eine solidarische Gesellschaft. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Wir brauchen vernünftig ausgestattete Kitas und Kindergärten mit gut ausgebildeten Fachkräften, die entsprechend bezahlt werden müssen. Wir brauchen Geld für eine gebührenfreie Bildung und für Schulgebäude, die dringend renoviert werden müssen. Wir brauchen Pflegeeinrichtungen, die die alten Menschen nicht zur Steigerung des Profits benutzen, sondern in denen das Wort Pflege wieder eine Berechtigung hat. Wir brauchen Geld zur Finanzierung der Energiewende und für den Ausbau eines für alle bezahlbaren öffentlichen Nahverkehrs. Wir brauchen Geld für ein menschenwürdiges Leben aller Menschen. Wir brauchen aber keine Mehrausgaben für Rüstung und Krieg. Abrüsten ist das Gebot der Stunde. Was wir nicht brauchen, ist ein Wiedererstarken des Militarismus. Der Kauf von Rüstungsgütern wie Panzer, Korvetten, Drohnen, Killerroboter, das ist Kriegsvorbereitung. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keine Rüstungsexporte. Auch deutsche Waffen tragen den Krieg in die Welt. Wir wollen keine Waffenlieferungen, erst recht nicht an Diktatoren wie Saudi-Arabien, die einen mörderischen Krieg im Jemen führen. Sie sollen nicht vorläufig eingestellt, diese Waffenlieferungen sollen nicht vorläufig eingestellt, sondern endgültig abgesagt werden. Die USA unter Trump kündigt den INF-Vertrag. Dieser regelte den Besitz und die Produktion von nuklearen
Mittelstreckenraketen. Wir wollen, dass dieser Vertrag weiter Bestand hat. Wir wollen kein atomares Wettrüsten. Wir wollen, dass die Bundesrepublik endlich den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und dass die US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Wir setzen uns ein für zivile Lösungen von Konflikten. Der zivile Friedensdienst bildet weltweit Fachleute aus, die eingesetzt werden, um Konflikte friedlich zu lösen. Und die sind erfolgreich. Dafür brauchen wir Geld. Abrüsten ist das Gebot der Stunde. Mit der heutigen Aktion sammeln wir Unterschriften gegen die Aufrüstung. Machen Sie mit. Mit Ihrer Unterschrift können Sie sich Gehör verschaffen. In Berlin. Unterschreiben Sie für Abrüstung. Bravo. So, zur Unterschriftensammlung für Abrüstung passt auch das nächste Lied. Das ist schon, habe ich vor 15 Jahren geschrieben, vor 16 Jahren, während des Irakkriegs, als vor dem Weißen Haus in Washington ganz viele Leute protestieren unter dem Slogan Not in my name. Und auf Deutsch heißt es natürlich nicht in meinem Namen. Volksvertretung, Volksverdummung, Arroganz der Macht. Doch haben Sie die Rechnung ohne uns gemacht. Wir sagen nicht in meinem Namen, not in my name. Nicht in meinem Namen, not in my name. Ein Land, das heute nicht willig und gehorsam funktioniert, wird Schurkenstaat genannt, mit Fake News diffamiert. Und Großmaul Trump lässt aufmarschieren, die rote Linie stört. Er hat wohl nicht die Stimme Haus gehört, sie rufen nicht in meinem Namen, not in my name. Nicht in meinem Namen, not in my name. Wie im Wilden Westen wird Amerika regiert. Als Antwort auf den Terror wurde Mosul bombardiert. Es kann doch nicht im Sinne von Terroropfern sein, nur Vorwand für ein neues großes Morden zu sein. Wir rufen nicht in meinem Namen, not in my name. Nicht in meinem Namen, not in my name. Einst sagte Deutschland nein, ein Krieg geht mit uns nicht. So galt es lange Zeit, doch das ist kein Gerücht. Soldaten, Geld und Waffen, dank Airbags treffen Bomben. Echt, wir Deutschen sind dabei, nicht nur als NATO-Knecht. Wir rufen nicht in meinem Namen, not in my name. Nicht in meinem Namen, not in my name. Nicht in meinem Namen, not in my name. Ob England, Frankreich, Deutschland oder USA, das Volk will keinen Krieg, sagt nur zum Frieden ja. Und ihr, die grad regiert, hört besser einmal hin. Dafür unsere Stimme nicht, wir sagen deutlich nein. Wir rufen nicht in meinem Namen, not in my name. 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 Yeah. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte Konstein. Gülde, viele kennen mich schon. Ich wohne hier in der Nähe der Innenstadt. Und heute stehen wir hauptsächlich wegen der Demonstration Abrüsten. Das ist ein ganz wichtiges Gebot der Stunde, hat meine Vorrednerin Elke Almodita schon gesagt. Und ich bin hier zuständig für das Hiroshima-Wetter, wie ich immer zu sagen pflege. Heute ist das nicht ganz der Fall. Wir haben leichte Wolken am Himmel. Aber stellen Sie sich mal vor,
wir gehen hier alle schön spazieren, hier würde jetzt eine Atombombe abgeworfen werden, wie das in Japan im August 1945 geschehen ist, bei strahlendem Sonnenschein und klarem blauem Himmel, weil man dann genau wusste, man konnte diese Bombe gezielt absetzen. Das ist ein Überfall, das ist ein Verbrechen an der Menschheit, weil damit mit einem Schlag Tausende und Abertausende Menschen getötet werden. Wir wollen alle keinen Krieg. Und wenn man sich umhört in der Bevölkerung, dann sind alle gegen Aufrüstung. Wir wollen keine Waffenlieferungen, denn das bringt die Menschen, die aus ihrer Heimat zu uns, weil sie dort nicht mehr leben können. Und dann werden sie hier beschimpft, zumindest zum Teil, und die Flüchtlinge, die wollen wir nicht. Was machen wir denn, wenn hier der Krieg ausbricht? Wir fliehen auch. Wir versuchen auch, in einem anderen Land Asyl zu bekommen. Und nichts machen diese anderen Menschen. Mag sein, dass da auch ein paar Wirtschaftsflüchtlinge dabei sind, aber auch das ist legitim. Auch so ist ja Amerika entstanden, dass die Leute nach Amerika ausgewandert sind, weil in ihrem Land, in dem sie gelebt haben, es keine Möglichkeiten mehr des Verdienstes gab. Ich kann nur alle auffordern, dass wir alle gemeinsam aktiv werden. Und das Geringste, was ich tun kann, ist hier eine Unterschrift zu leisten, meine Meinung kundzutun und in Berlin zu zeigen, wir sind mit eurer Politik nicht einverstanden. Wir wollen Frieden, wir wollen eine kritische Auseinandersetzung mit Worten und nicht mit Waffen. Waffen haben noch nie zu Frieden geführt. Noch nie. Und das, wenn ich an mich denke, ich muss auch da sehr aufpassen. Ich schlage zwar nicht um mich mit meinen Händen und Armen, aber verbal kann ich das ganz gut. So, jeder von uns ist aufgefordert. Ich war kürzlich in der Ausstellung Kunst trotz Ausgrenzung. Und derjenige, der uns durch die Ausstellung geführt hatte, sagte, ja, Demokratie ist anstrengend, ist Arbeit. Jeder muss und müsste etwas tun. Und dazu fordere ich Sie auf, sich hier zu beteiligen. Sie können auch gerne hier das Mikrofon haben. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie möchten uns etwas sagen oder allen Menschen, die hier stehen, die vorbeigehen, dann können Sie das gerne tun. Nur Reden gegen Rassismus und Ausgrenzung, die dulden wir nicht. So, erstmal vielen Dank. So, das nächste Lied passt ganz gut zu dem Beitrag von Brigitte. Das kommt nämlich aus Aserbaidschan und ist auch ein Friedenslied. Und lasst uns kämpfen in der ganzen Welt, dass sie niemals, niemals in Schutt oder Asche fällt. Kommt mit ihr Mütter, ihr Väter, Töchter, Söhne, und stimmt mit uns zusammen das Lied des Friedens an. Kommt mit mir Mütter, ihr Väter, Töchter, Söhne, und stimmt mit uns zusammen das Lied des Friedens an. Asien, Afrika, wir reichen euch die Hand, und dir Amerika, du unversöhntes Land. Es kommt der Tag, da haben Schwarze, Weiße, Gelbe von dieser Erde endlich das Kriegsgespenst verbannt. Es kommt der Tag, da haben Schwarze, Weiße, Gelbe von dieser Erde endlich das Kriegsgespenst verbannt. Lass tausend Tauben hell am Himmel stehen, lasst aller Völker Friedensfahnen wehen, lasst
hängen, lass diese stolze Melodie um die Erde gehen. Lasst überall die Stimme der Wahrheit erklingen, lass diese stolze Melodie um die Erde gehen. Das Lied des Friedens an. Kommt mit dir, Mütter, ihr Väter, Töchter, Söhne, und stimmt mit uns zusammen das Lied des Friedens an. Guten Morgen, mein Name ist Michael König. Ich wollte auch noch mal über die Kriegsausgaben informieren und in die gleiche Kerbe wie Elke Almut Dieter schlagen. Ich nenne Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI für 2017. Und zwar waren die Rüstungsausgaben der NATO im Jahr 2017 900 Milliarden Dollar. Eine Milliarde sind ja bekanntlich 1000 Millionen. Also 900 Milliarden US-Dollar. Jetzt haben Sie mal, wie hoch die Kriegsausgaben der Russischen Föderation waren. Die waren gerade mal 66 Milliarden Dollar. Das ist also ein 13,5 der NATO-Kriegsausgaben. Alleine die USA bestritten davon im Jahr 2017 610 Milliarden Dollar mit steigender Tendenz, während die russischen Ausgaben wahrscheinlich im Jahr 2018 auf 44 Milliarden US-Dollar absinken werden. Und damit hätten sie dann genauso hohe Kriegsausgaben wie wir. Also wir, das kleine Deutschland, genauso viel wie die riesige Russische Föderation. Und nun, auf diesen riesen Unterschied hin, sollen wir auch noch unsere Kriegsausgaben erhöhen. Auf 2% des Bruttoinlandsproduktes, wie vorhin schon ganz richtig gesagt wurde, so um die 70 Milliarden Dollar. Während hier die Straßen so tiefe Rillen kriegen, in denen man so fast bis zur Hüfte drin stehen kann und die Schulen verschimmeln. Das kann nicht sein. Das ist völlig falsch und dagegen müssen wir protestieren. Das reinkommt, was die herkömmliche Zeitung nicht so kennt. Das ist voll auf. In Gesicht.
zerschlagen und träg. Schon so lang bin müde und leer, will nach Süden ans Meer, bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr. Schon so lang, schon so lang, schon so lang. Vielen Dank für diese schönen Lieder. Ja, schönen Dank. Dann nochmal eine kurze Runde von uns sozusagen als Gastgeber. Hier die Bürgerinitiativen Braunschweig machen das ja nun jedes Wochenende, dass wir hier stehen und kurz informieren. Heute war ja nun auch, das hängt mit dem Thema Frieden sicherlich auch zusammen, ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, der Flugplatz in Braunschweig avanciert zum logistischen Punkt, Drehscheibe, auch für dieses Manöver, was jetzt gerade stattfindet, an der russischen Grenze. Man weiß nicht, gegen welches Land sich das richtet, aber wie gesagt, an der russischen Grenze heißt es. Und die Hubschrauber, die dorthin verlegt wurden von der US-Armee, die haben in Braunschweig aufgetankt, aber nicht nur in Braunschweig, sondern auch in Kassel. Warum nun entlang der ehemaligen Grenze zum Warschauer Pakt? Das hängt mit den 2+4-Verträgen zusammen. Es ist nicht gestattet, fremden Truppen dort dieses Gebiet, ehemalige DDR, zu benutzen, dort Truppen zu stationieren. Deutsche Truppen sind dort erlaubt, aber eben nicht ausländische Truppen. Und dann dadurch natürlich auch nicht die Nutzung der Flughäfen für sowas Ähnliches wie Manöver zum Beispiel gegen Russland. Das ist nicht erlaubt nach den 2+4-Verträgen. Und so avanciert Braunschweig nun wieder und kommt in die Lage, dass wir hier dort als vorgeschobener Posten, logistische Drehscheibe fungieren könnten. Der Flughafen ist ja nun in den Schlagzeilen heute sowieso. Vielleicht kommt es ja einigen auch ganz zu Pass, dass dort nochmal Einnahmen generiert werden. Man kann dort natürlich dann Benzin verkaufen an die Amerikaner, denn der Flughafen ist im Defizit. Er ist eigentlich, um es mal deutlich zu sagen, pleite. Er ist pleite. Er war illiquide 2017, er ist schon vorher illiquide gewesen. Man hat das immer so ein bisschen kaschiert, indem man dann einfach Grundstücke verkauft hat. Gut, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Heute in der Braunschweiger Zeitung wird ja auch ein bisschen was rausgelassen, aber längst nicht alles, denn wir werden uns darum kümmern müssen. Eigentlich ist das Ding nicht so zu halten. Durch die Landebahnerweiterung hat man dermaßen viele neue Kosten produziert. Und das ist ja noch nicht alles. Die Kosten, die Ausgaben gehen immer noch weiter. Man hat auch dort Bäume abgehackt, 44.000, die Ersatzpflanzungen sind allesamt nicht angegangen, das ist Wüste. Das muss auch gemacht werden, wenn man ähnlich viel dort aufwenden würde, wie man jetzt vorhat, dass man noch stehende, eigentlich auch noch Bäume, die 20 Jahre stehen, in der Jasperallee abholzt und sagt, na kriegen wir ja neue Bäume, Stückpreis 3.000 bis 5.000 Euro, wenn man das mal ausrechnet. Wenn man das Gleiche anwenden würde, um Bäume hochzuziehen am Flughafen, dann müsste man 150 bis 200 Millionen ausgeben. Das will natürlich niemand machen in der Stadt, denn es ist immer leider noch so, Bäume sind Wegwerfartikel. Wir haben heute eine zweite Demonstration, die jetzt gerade von der Jasperallee bis zum Rathaus läuft. Das ist aber hier nicht unser Thema. Hier bleibt das Thema Krieg und Frieden. Was wird aus Braunschweig, was wird aus dem Flughafen, wenn dort jetzt die NATO ihre Manöver zukünftig von Braunschweig aus startet? So, jetzt frage ich mal hier in die Runde, wer ist noch da? Wir treffen uns heute ja hier von verschiedenen Friedensgruppen und auch einige aus der neu entstehenden Aufstehenbewegung sind heute hier, leider noch nicht mit Banner, noch nicht mit Transparent, aber es wird. So, nun kommen wir hier wieder zu der nächsten Einlage. Wer hatte noch Wortbeiträge? Wir sind ja hier so im Bündnis, etwas spontan. Was können wir noch beitragen? Werner, willst du noch? So, also wir machen jetzt noch ein Lied und dann kommt der Appell, habe ich jetzt gerade gehört. Der Appell. Aber jetzt erstmal ein Lied. Endlich mal jemand, der das sieht. Ja, also wunderbar. Das ist noch dran. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Kraft. Ein altes Lied von Bernie Conrad. Man muss ja nicht alles so ernst nehmen. Es gibt auch, lustig kann man es auch nicht nennen, ironische Lieder.
Man sagt, die ersten Menschen schlugen in der Not im Kampf ums Überleben ihre Nachbarn tot. Weit weg, lange her, ja, sowas gibt's doch heutzutage nirgends mehr. Weit weg, lange her, ja, sowas gibt's doch heutzutage nirgends mehr. Menschen warfen straft mit seinem fetten Maul. Was, ihr habt nichts zu fressen? Ja, dann seid ihr halt zu faul. Weit weg, lange her. Weit weg, lange her, ja, sowas gibt's doch heutzutage nirgends mehr. Weit weg, lange her, sowas gibt's doch heutzutage nirgends mehr. Von Deutschland darf nie wieder ein Angriffskrieg ausgehen. Das sagten wir und glaubten dran, ach, war das damals schön. Weit weg, lange her. Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln auf 2% der deutschen Wirtschaftsleistung. So wurde es in der NATO vereinbart. 2%, das sind mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen. So bei Schulen und Kitas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe. Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zusätzlich Unsummen für die militärische Aufrüstung fordert. Stattdessen brauchen wir mehr Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspolitik. Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Politik muss her. Damit wollen wir anfangen. Militärische Aufrüstung stoppen, Spannungen abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, Perspektiven für Entwicklung und soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch mit Russland, verhandeln und abrüsten. Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft verbreiten. Damit wollen wir helfen, einen neuen Kalten Krieg abzuwenden. Diese Erklärung wurde verfasst von vielen prominenten Politikern, Gewerkschaftern, Kulturschaffenden, mittlerweile unterzeichnet von 115.000 Bundesbürgern. Und auch Sie können diese Erklärung unterschreiben. Eine letzte Bemerkung: Das Säbelrasseln, was aktuell in Norwegen stattfindet, kostet allein den Bundeshaushalt 90 Millionen Euro. Dafür ziehen ein paar tausend Soldaten nach Norwegen und spielen Krieg. Überlegen Sie, was man mit diesen 90 Millionen Euro Sinnvolleres anstellen könnte, als ausgerechnet Krieg spielen. Vielen Dank. Ja, Krieg. Krieg und Kriegsvorbereitung wird oft so als Mittel der Politik gesehen, aber das ist keine Politik und es ist unmenschlich. Und ein Lied, in dem dieses Unmenschliche und der Schmerz und das ganze Elend des Krieges rauskommt, das hat Hannes Wadamar geschrieben. Das ist das bekannte Lied, es ist an der Zeit. Und das möchte ich auch gerne singen, um einfach deutlich zu machen, wie unmenschlich Krieg ist.
zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen. Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft übers Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern, und jemand hat die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur da, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. War's Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Vielleicht dachtest du dir, ja, ich falle schon bald, nehme mir mein Vergnügen, wie's kommt mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab wirkt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die solchen Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Deine Jugend, dein Leben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Brigitte Konstein-Göhl. Ich spreche hier heute zum zweiten Mal, weil mir so vieles von meinen Vorrednern aufgefallen ist. Kriegsspiele, 90 Millionen. Wir geben unsere Jugend her. Und mit Zahlen kann ich nicht so gut umgehen. Gestern wurde im Fernsehen im Zusammenhang mit Herrn Merz eine Zahl gezeigt mit 11 Nullen. Die kann ich gar nicht aussprechen. Also das mit 6 Nullen, das kriege ich gerade noch hin, eine Million. Das andere ist das Doppelte. Herr Merz bewirbt sich für den Vorstand in der CDU. Und er ist im Vorstand des weltweit größten Vermögensverwalters. Das ist ja nichts Ehrenrühriges. Also der kann mit Zahlen umgehen. Aber aufgefallen sind mir vorhin die 90 Millionen Euro, um Kriegsspiele zu machen, um zu üben für den Ernstfall. Wir wollen keinen Ernstfall und wir brauchen den auch nicht. Da werden Kriege angezettelt,
angezettelt, um wieder hinterher verdienen zu können. Denn jetzt sind schon wieder Verhandlungen dabei. Es ist noch gar kein Frieden in Syrien, wer das Land und die Städte wieder aufbaut. Es ist doch viel schöner, wir lassen es so. Sicher, es ist alles im Wandel. Gucken wir uns Braunschweig an. Ein paar alte, schöne Häuser gibt es noch. Der Rest ist modern. Ist nicht immer unbedingt schöner. Manchmal schon. Aber wie gesagt, mit dem vielen Geld, das da sinnlos verprasst wird, wirklich verpufft, damit könnten wir ganz andere Dinge anfangen. Ich weise immer mal wieder auf das hiesige Tanztheater und Gregor Zöllich hin, der hier für Laien ein Projekt ins Leben gerufen hat. Da können Laien am Theater tanzen von 8 bis 80 und das ist altersgemäß. Man darf leider nur zweimal mitmachen, zweimal war ich dabei. Trotz meiner nicht ganz so heilen Knochen konnte ich da mitmachen und das hat ganz viel Spaß gemacht und Selbstbewusstsein geschafft. Das sind Dinge, dafür können und sollten wir Geld ausgeben. Natürlich Kindergärten und Schulen und was es alles noch so gibt, ich kann hier gar nicht alles aufzählen, dafür natürlich auch. Also werden Sie bitte aktiv und unterschreiben hier unsere Listen gegen Abrüsten. Damit können wir in Berlin unseren Politikern, die wir ja gewählt haben, dass sie sich für uns einsetzen. Und wenn sie sich für uns einsetzen und wir keinen Krieg wollen, dann müssen wir ihnen das auch ganz deutlich sagen. Und mit ihrer Unterschrift können sie das tun. Und ansonsten dürfen sie auch gerne hier mitmachen. Sie dürfen hier reden. Wir haben hier in Braunschweig ein Friedenszentrum, ein Friedensbündnis. Wir treffen uns regelmäßig. Wir bereiten Veranstaltungen vor. Und wir müssen noch viel, viel mehr machen. Aber dazu brauchen wir auch ganz viele Menschen, die aktiv sind. Sicher ist es bequemer, auf dem Sofa zu sitzen. Mache ich auch manchmal, aber nicht immer. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich sehe, hier sind vor allem junge Leute, das ist besonders gut, die sich für den Frieden einsetzen. Aber auch wir im Mittleren, oder ich gehöre ja schon zu den Älteren, wir müssen immer wieder aktiv sein und uns für den Frieden einsetzen. Solange, wenn wir das nicht tun, wer soll das denn für uns tun? Das war's erstmal. Dankeschön. Das nächste Lied ist 100 Jahre alt. Und die Deutschen sind immer noch nicht schlauer geworden. Die leisten sich so teures Militär und müssen da, für viele Deutsche müssen hungern. Damals waren es Kohl, Rüben und Eicheln, die man essen sollte und dafür teures Kriegsbrot kaufen. Mein Michel! Ich hab einen, ja. Bataillonen, Schwadronen, Batterien, Maschinen, Gewehr. Du hast auch die größten Kanonen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast 2 Dutzend Monarchen, Lakaien und Pfaffen, ein Heer. Beseligt kannst du da schnarchen. Was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast ungezählt Paragraphen, die Gefängnisse werden nicht leer. Du kannst auch in Schutzhaft drin schlafen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Beträchtlichsten Steuern. Deine Junker plagen sich sehr, um dir das Brot zu verteuern. Mein Michel,
was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast Kohl, Rüben und Eicheln und trägst du nach anderem Begehr, so darfst du am Bauche dich streicheln. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du darfst exerzieren, marschieren, am Kasernenhof die Kreuz und die Quer und dann für den Kaiser krepieren. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Ich fühle mich in letzter Zeit von unserer repräsentativen Demokratie nicht mehr so wirklich gut repräsentiert. Wenn wir mal zurückdenken, sagen wir mal, man war für Frieden, so in den 90er Jahren, und hat die Grünen gewählt. Das war ja die Partei des Friedens. Was ist passiert? Es gab die rot-grüne Koalition und wir bombardierten als erstes erstmal Serbien aufgrund von Kriegslügen, die sich allesamt als falsch herausgestellt haben. Oder aber man war für Soziales, man war sozial eingestellt und wählte die SPD. Was passierte dann? Es wurde der größte Niedriglohnsektor in ganz Europa eingeführt. Ja, soweit zu dem, wie uns unsere gewählten Repräsentanten dann auch wirklich repräsentieren. Denn wenn wir erstmal unsere Stimme abgegeben haben, dann ist sie offenbar weg und unsere Repräsentanten folgen dann nur noch ihrem Gewissen oder ihrem Lobbyisten oder sonst irgendwas. Aber sie tun nicht das, was sie uns gesagt haben. Man kann jetzt versuchen, da so ein bisschen mitzuspielen. Und zwar gibt es eine App, das ist die Democracy App, die man unter www.democracy-deutschland.de finden kann. Und da kann man Bundestagsabstimmungen nachvollziehen und mitmachen, so spielerisch mitmachen. Die haben natürlich jetzt keinen Wert. Aber man kann hinterher sehen, wie die User abgestimmt haben. Und wenn es zum Beispiel darum geht, Kriegseinsatz in Mali, ja, dann stimmen die User aber mit Nein, während im Bundestag auch mit den Stimmen der Grünen abgenickt wird. Also würde ich empfehlen, dass Sie sich diese App einmal anschauen und vielleicht wir alle versuchen, den Bundestag so ein bisschen damit zu beeindrucken. Gefüllt mit Links.
Braunschweiger und Braunschweiger, mein Name ist Hans-Georg Hartig, ich spreche für die linke Kreisverband Braunschweig. Unsere Partei unterstützt diesen bundesweiten Aktionstag der Friedensbewegung unter dem Motto Abrüsten statt Aufrüsten, weil letzteres das Aufrüsten soll mit der Beratung des jetzigen Bundeshaushaltes ein weiteres Mal hochgeschraubt werden. Unsere Partei hat im Sommer dieses Jahres einen 3-Punkte-Plan für Frieden und Abrüstung herausgegeben, wovon ich einige die Schwerpunkte hier kurz darstellen will. Die Hauptlosung dieses Plans, dieses 3-Punkte-Plans für Friedens- und Abrüstung lautet: in ein gutes Leben investieren statt in den Krieg. Die Bundesregierung investiert Milliarden in die Aufrüstung, genehmigt massenhaft Waffenexporte. Die Bundeswehr befindet sich in mehreren sogenannten Auslandseinsätzen. Und es wird darüber diskutiert, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Die Linke bleibt dabei. Waffen schaffen keinen Frieden. Wir lehnen Militarisierung und die Auslandseinsätze ab der Bundeswehr. Wir setzen uns für den Frieden ein und wollen in ein gutes Leben investieren, statt in das Geschäft mit dem Tod. Abrüsten. Wenn das NATO-Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militär auszugeben, erreicht werden soll, bedeutet das 33 Milliarden Euro Mehrausgaben pro Jahr. Davon könnten andere Dinge finanziert werden, die dringend gebraucht werden. Zum Beispiel 25.000 Sozialwohnungen im Jahr kosten den Bund 5 Milliarden. Zur Erinnerung, eben war von 33 Milliarden mehr für Aufrüstung gegeben. Der öffentliche Nahverkehr, diesen auszubauen und ein echtes Sozialticket einzuführen, würde 7 Milliarden im Jahr kosten. Investitionen in Krankenhäuser und ambulante Versorgung im ländlichen Raum, Pflegewohngemeinschaften und nicht kommerzielle Pharmazieforschung könnte 6 Milliarden im Jahr brauchen. Auch das immer wieder viel besprochene Breitbandinternet flächenmäßig auszubauen, 10 Milliarden. Würde all das getan werden, blieben immer noch 5 Milliarden übrig. Nicht zu vergessen, dass die 33 Milliarden für die Aufrüstung nur die Steigerung sind, nicht die Gesamtausgaben für Rüstung. Wir sagen, Waffenexporte verbieten. Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern bedeutet, dass mehr Menschen flüchten müssen. Alle reden davon, auch Merkel häufig, Fluchtursachen zu bekämpfen, aber allein aufgrund der Einsätze der saudi-arabischen Armee im Jemen sind mehr als 3 Millionen Menschen in die Flucht gezwungen. Deshalb sagen wir, Rüstungsexporte verbieten, stattdessen Milliarden für die zivile Konfliktprävention. Wir rufen Sie auf, im Geiste dieser Worte auch unsere Unterschriftensammlung, die die Friedensbewegung hier heute durchführt, unter dem Motto Abrüsten statt Aufrüsten zu unterstützen. Vielen Dank. Und wir begrüßen jetzt auch die Teilnehmer, die jetzt gerade von der Demonstration des Baumschutzes kommen. Wir hatten heute eine zweite Veranstaltung, Baumschutz auf der Jasperallee. Es geht darum, ob die Jasperallee neue Bäume kriegt. Und es ist so merkwürdig, dass man Bäume scheinbar betrachtet wie alte Hemden. Wir kriegen neue Bäume, heißt es. Immer wieder im Rat wird mir entgegengehalten, wir kriegen noch neue Bäume. Was hast du? Ja. Sind denn Bäume ein Wegwerfartikel? Was meint ihr? Sind Bäume einfach ein Wegwerfartikel? Geht es nicht darum, dass wir sowieso viel zu viele Bäume abgehackt haben, auch in Braunschweig? 44.000 Bäume damals für die Landebahnerweiterung, die wohl sich jetzt rausstellt, die Ersatzpflanzungen sind nicht angegangen. Das heißt, man hat dann angeblich über 600.000 Stecklinge in die Erde gesteckt und das Ganze ist verkümmert. 5 Jahre lang hat man sich nicht drum gekümmert. So, wir müssen also fragen, was wollen wir? Es ist 5:12 Uhr, wir haben die großen Demonstrationen am Hambacher Wald gehabt und dort hat ein Jüngerer von Greenpeace das zusammengefasst, hat gesagt,
es ist soweit. Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel noch aufhalten kann. Und wir müssen verbreiten, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir hier jeden einzelnen Baum, der die Lebensgrundlage bildet für die Menschen, dass da geguckt wird, muss der gefällt werden, wenn er kaputt ist, wenn er umfällt, dann muss er ersetzt werden, das ist richtig. Aber ich fälle doch nicht einfach mal 87 Bäume, indem ich sage, wir bekommen hier neue dafür. Als wenn es darum geht, ein altes Hemd wegzuwerfen, abzulegen, ein neues anzuziehen. Nein, Bäume sind keine Wegwerfartikel. Der Rat wird sich am nächsten Dienstag damit beschäftigen. Ich denke, dass es heute nicht die letzte Demonstration gewesen ist, sondern wir müssen weitermachen. Es war auch so, dass die SPD schon am Wackeln war. Aber es gibt dort interne Auseinandersetzungen. Dort hat man im östlichen Ringgebiet, haben die SPDler mit ihrem Rücktritt gedroht, wenn sie nicht sie seien diejenigen, die entscheiden. Sie seien gewählt dafür. Da können auch nicht ein paar Leute kommen. Auch 14.000, 15.000 Unterschriften interessieren sie nicht. Das geht natürlich nicht. Wenn ich mal überlege, dass die Stadt sich ruft, dass 5.000 mitgemacht haben beim Stadtentwicklungskonzept, beim integrierten Stadtentwicklungskonzept. Hier haben sich 15.000 Leute eingeschaltet und haben sich für eine konkrete Sache, nämlich für ihre Bäume, eingesetzt. Also es geht nicht darum, dass wir Gefährdung zulassen wollen. Natürlich, wenn Bäume kaputt sind und drohen umzufallen, wie es jetzt der Oberbürgermeister ja befürchtet hat, dann können sie ersetzt werden. Das sind 3, 4, 5 Bäume. Der Rest steht noch 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Und das geht nicht an aus Gründen des historischen Ambientes. Man will zu der Residenzstadt zurück. Das ist letztlich der Plan. Man will zur Residenzstadt zurück. Wir haben das hier veröffentlicht. Diese Veröffentlichung, auch die Verträge, die seinerzeit vom alten Oberbürgermeister Hoffmann geschlossen worden ist, mit Borek und mit Ackers, die kannte gar keiner im Rat. Die kannte gar keiner, weil das war als Geschäft der laufenden Verwaltung einfach gemacht worden. Durch Zufall haben wir die eben bei Akteneinsichten entdeckt. Und jetzt geht es aber darum, dass leider der jetzige Oberbürgermeister das auch ganz toll findet. Er sei Anlieger dort in der Jasperallee und er wüsste das und er will da jetzt auch neue Bäume haben. Da sagen wir ganz klar, lieber Oberbürgermeister, du bist vielleicht ein bisschen freundlicher als der letzte Oberbürgermeister. Aber wenn du alles genauso mitmachst, wie es dir vorerzählt wird, wie es dir hier Monarchisten, denn die Borek-Familie, die Boreks, das sind Monarchisten, vorerzählt, dann sagen wir, geben wir dir auch notfalls nicht nur die gelbe Karte, sondern kriegst du auch die rote Karte. So, als Abschluss vielleicht noch, weil wir ja hier in einem bestimmten Jahr sind, wo diese monarchische Situation vor 100 Jahren beendet wurde. Das muss man auch mal sagen, das muss man auch den CDUlern, die ja das so toll finden mit Fürsten und fürstlichem Ambiente. Die Fürsten haben nicht das allgemeine Wahlrecht gebracht seinerzeit. Es waren nicht die Fürsten. Sie haben nicht die Frauenbildung gebracht, sie haben nicht die allgemeine Schulpflicht gebracht, auch für Mädchen. Mädchen durften bis 1918, bis zum 9. November 1918, eben nicht zur Schule gehen. Sie durften sich nicht politisch betätigen. Das ist erst dadurch möglich gewesen, dass der Fürst abdanken musste. Nein, er wurde gezwungen zum Abdanken, er musste Braunschweig verlassen. So, und das wird immer so ein bisschen verschwiegen. Wenn sich also heute viele, natürlich auch, ich freue mich ja, dass wir alle Demokraten sind und dass wir ein Parteiensystem haben, alles gut, alles gut. Aber es kommt auch viel darauf an, dass die direkte Demokratie, die auch durch die Bürgerinitiativen jetzt oder durch Initiativen, sagen wir ganz allgemein, ausgeübt wird, dass die auch wahrgenommen wird. Man redet so viel von Bürgerbeteiligung. Aber wehe, es geht dann gegen Pläne des alten Herzogs, die jetzt hier verlängert werden sollen, dann ist Schluss, dann wird alles unternommen, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, dann hat man plötzlich Bauschutt dort, als wenn im Krieg die ganze Jasperallee umgefallen wäre. Nix ist, es ist kein einziger Backstein gefunden worden. Die haben gebuddelt.
kein einziger Backstein ist gefunden worden. Natürlich ist die Erde schlecht, wenn du hier gräbst, dann hast du darunter auch Erde mit Steinen durchmischt, das ist doch ganz klar. Überall in Bronte ist das so. Da wird gesagt, ja, es ist Bauschutt, deswegen müssen wir was machen. Jetzt haben wir das aufgebuddelt, es ist kein Bauschutt, dann heißt es, ja, aber die Bäume sind ja krank. Ja, natürlich, in der Stadt sind alle Bäume nicht ganz gesund. Wer ist denn übrigens von euch ganz gesund? Ja, passt doch nicht. Also, das ist normal Biologie, das ist normale Biologie und das ist hier auch ganz klar gesagt worden. Deswegen hacken wir doch nicht Bäume auf, die noch 40 Jahre stehen. Wie gesagt, der Oberbürgermeister hat sich echauffiert in der letzten VA-Sitzung, Verwaltungsausschuss. Ich werde dafür sorgen, dass keine Frau mit Kinderwagen plötzlich unter einem Baum liegt. Deswegen müssen die Bäume jetzt weg. Nein, Herr Oberbürgermeister, wenn ein Baum so schlecht ist, dass er umfällt, übrigens bei dem Sturm Xavier, haben wir gefragt, ist keiner von diesen Bäumen umgefallen, auch nur ein Ast abgebrochen, weil die Stadt nämlich regelmäßig rumgeht und alle Bäume kontrolliert und wo was locker ist und irgendwas droht, da wird das nämlich vorher weggenommen. Also bei Xavier, wo diese vielen Bäume umgefallen sind, die auf dem Hagenmarkt, das ist eine ganz andere Situation gewesen, die hat man nämlich nicht kontrolliert und die waren auch nicht verwurzelt. Also, bei Xavier ist nichts passiert, Jasperallee, und es wird ständig kontrolliert und die 4, 5 Bäume, die wirklich desolat sind, die können ersetzt werden, aber nicht 87 Bäume. 83 Bäume können stehen bleiben und die müssen stehen bleiben. Und wenn die Stadt sich wirklich um Bäume kümmern will, dann soll sie sich um die Bäume kümmern, die oben beim Flughafen, die Ersatzbäume nicht angegangen sind. Da sind 44.000 Bäume gefällt worden, genauso viel wie im Hambacher Wald drohen gefällt zu werden. So, da hat die Stadt eine Verpflichtung eingegangen, hat gesagt, wir müssen Ersatzpflanzungen machen. Man hat sich 5 Jahre um diese Ersatzpflanzung nicht gekümmert. Die sind alle eingegangen, das ist Steppe da oben. Es würde, wenn man die gleiche Maßstab anlegt, 3.000 Euro pro Baum bis 5.000 Euro an der Jasperallee, wenn man das da oben anlegt im Quirumer Wald, dann müsste man 200 Millionen aufwenden, damit man wieder die Bäume kriegt, die man leichtfertig weggehackt hat. Und jetzt kommt es ja noch. Die Bäume wurden weggehackt für eine Landebahnerweiterung. Jetzt braucht gar keiner die Landebahnerweiterung. Winterkorn ist weg, die Flugzeuge sind weg, die Forschung des DLR ist dort nie geflogen. Was dort jetzt geflogen ist, sind Hubschrauber der Amerikaner, auch das noch. Auch das noch. Die brauchen aber keine lange Landebahn. Die kommen nämlich von oben runter und setzen sich ab. Ja, also es liegt vieles im Argen. Nehmt das mal so hin. Ich freue mich, dass wir heute hier ein paar mehr. Wir waren ja eigentlich heute hier mehr für Frieden und Abrüstung. Deswegen passte das auch mit dem Flughafen, warum die Amerikaner plötzlich den Braunschweiger Flughafen entdeckt haben und dort ihre Manöver an der russischen Grenze logistisch hier von Braunschweig aus steuern. Das ist doch auch nochmal ein Thema, oder? Ich glaube, da kümmern wir uns auch nochmal drin. So, das soll es dann für heute sein. Haben wir noch eine Musikeinlage? Nee, der Musikexperte ist schon weg. Hier nochmal. Also wir bedanken uns, dass wir hier die Anlage von der BIPs nutzen dürfen. Also das Friedenszentrum Braunschweig mit dem Friedensbündnis und vielen friedensbewegten Menschen stehen hier heute, um Unterschriften zu sammeln gegen die Aufrüstung, die geplant ist und vor allen Dingen die vielen Kosten, die Aufrüstung verursachen wird. 70 Milliarden sollen es demnächst sein. 70 Milliarden für Rüstung. Das ist fast eine Verdopplung des Rüstungshaushaltes. Und das soll in der kommenden Woche vom Bundestag beschlossen werden. Darum bitten wir euch, also alle Baumschützer, die hier jetzt zum Beispiel noch sind, sind ja auch für Frieden, da bin ich mir ganz sicher. Frieden mit der Natur heißt ja auch Frieden mit den Menschen. Und darum unterschreibt unsere Forderung an die Bundesregierung mit vielen anderen Friedensgruppen zusammen, abrüsten statt aufrüsten. Dankeschön. Wo ist noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch irgendwie von den Baumschutzaktionen noch irgendwas berichten? Es hat ja eine Demonstration gegeben von der Jasperallee bis zum Rathaus. Vielleicht nur noch so viel, am Dienstag ist Ratssitzung und ich denke schon, achtet mal drauf, ich weiß ja nicht, was jetzt verabredet worden ist, wir werden uns sicherlich dort auch vor oder bei der Ratssitzung treffen. Der Punkt, der Tagesordnungspunkt mit den Bäumen wird dort gegen 17 Uhr stattfinden. Nicht vorher sind andere Tagesordnungspunkte. Man hat sicherlich da auch Gelegenheit, nochmal Flagge zu zeigen.
soweit ich weiß, ich bin jetzt aber nicht eventuell nicht auf dem neuesten Stand, weil ich eben nicht dabei war, sein konnte. Die Unterschriften sind, glaube ich, noch nicht übergeben worden, wenn ich das richtig sehe. Die werden, genau, die werden am Montag übergeben. Erst wollte ja Herr Markurt, hatte ja angeblich keine Zeit. Nein, er hat das abgelehnt. Er mag das nicht. Er mag das nicht. Ja, aber ich denke, wenn sich 5.000 Braunschweiger auf Papier und noch 11.000 im Internet mit einer Petition eintragen, dann sollte das auch ein Oberbürgermeister, der hier nun doch auch das herzogliche Ambiente vorzieht als Sozialdemokrat, das ist ja schon eine, auch eine bemerkenswerte Aktion, sollte sich den seinen Bürgerinnen und Bürgern stellen. Wir werden uns nicht in die Ecke stellen lassen, um das nochmal zu sagen, weil das auch immer so ein bisschen kommt. Die Initiative wäre so unflätig. Die SPD-Leute seien beleidigt worden. Es ist nichts von wahr. Es ist ein äußerst höflicher Protest, der hier läuft. Äußerst höflich. Natürlich ist man manchmal verärgert auch und sagt, das geht so nicht oder alles scheiße oder irgendwas. Aber kein Sozialdemokrat ist hier beleidigt worden. Im Gegenteil. Wir haben jetzt gerade mit den Sozialdemokraten zusammengesessen seitens der BIPs und wir haben deutlich gesagt, wir machen uns Sorgen, auch als Normalinitiative, die nicht parteigebunden sind, machen uns Sorgen um die, um das Erscheinungsbild der Parteien in der Großen Koalition. CDU wie SPD, es kann uns nicht egal sein, ob die über den Deister gehen, denn die Grünen sind noch nicht in der Lage, das voll aufzufangen. Und wenn wir die keine Parteien haben, die es auffangen können, dann entsteht manchmal etwas, was man vielleicht nicht will. Das kann mal Leute nach oben schwemmen, wie es jetzt in Brasilien gewesen ist, auch wie es bei Trump gewesen ist oder in Ungarn oder sonst wie. Da müssen wir aufpassen. Also unsere Aufgabe wird auch als Initiative sein, dass wir natürlich die parlamentarische Demokratie verteidigen, auch wenn manche von uns das ganz gut gefunden hätten, wie es vor 100 Jahren gewesen ist mit der Rätedemokratie. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Denn eins ist auch klar, die damaligen Rechte, das allgemeine Wahlrecht, was letztlich auf Grundlage der Parteiendemokratie ist, ist ja nicht von den Parteien geschaffen worden damals und auch nicht von den Vorläufern des der Parlamente in der Weimarer Republik, sondern das ist geschaffen worden durch die Rätedemokratie hier. Das allgemeine Wahlrecht ist durch die Rätedemokratie geschaffen worden. Nicht vergessen. Das allgemeine, die Frauenbildung, die Auflösung der Konfessionsschulen ist nicht durch die Parteiendemokratie geschaffen worden, sondern durch die Rätedemokratie. Also, wir haben eine Ministerin, die erste Ministerin gehabt, das war Minna Fassauer. Die wird verunglimpft bis zum heutigen Tage. Die Sozialdemokratin neulich bei der Feierstunde hat es für nötig gefunden, einerseits dabei zu sein, sich zu distanzieren von Minna Fassauer, weil das ja keine echte Demokratin sei, gewesen sei. Echte Demokratie ist aber nicht nur Parteiendemokratie, sondern von den Ursprüngen her war es die Rätedemokratie. Also immer dran denken, ohne die Rätedemokratie damals hätten wir heute keine Parteien- und parlamentarische Demokratie. So rum ist das gut. Okay, so viel jetzt Geschichtsunterricht beendet. Man muss das immer noch mal ins Gedächtnis rufen, aber eins geht gar nicht, dass wir heute immer noch hinterherlaufen den Fürsten und immer noch hinterherlaufen einer Gruppe von Monarchisten, die hier die Stadtbild entscheidend geprägt hat. Mit Schlossfassade, mit Reiterfürsten, mit Sichtachsen. Guck nochmal in die Zeitung. Es darf nicht sein, dass dort Platanen gefällt werden, weil Herr Borek aus seinem Haus auf seine Quadriga schauen will. Ja. Sowas kann es ja wohl nicht sein. Die Platanen sind völlig in Ordnung. Und als wir das entdeckt haben in seinem Plan, ich kann es ja gar nicht glauben. Wir können euch das alles als Dokument zeigen. Wir haben es in der Zeitung jetzt immer nur ganz kurz abgebildet. Wir haben die Dokumente alle im Original. Ihr könnt euch das an, weil man glaubt es normalerweise nicht. Alles, was da drin steht, das ist die Aufgabe, die wir haben, dass wir auch hier mit im Rat drin sitzen, um das deutlich zu machen. Die anderen könnten das auch alle wissen übrigens, die Parteien. Aber wir versuchen, sie mitzunehmen und sie wieder ein bisschen zu stärken. Also wir gucken jetzt nicht nur auf die Themen, sondern wir gucken in Zukunft auch auf die Demokratie. Wir gucken auch, was macht die CDU, was macht die SPD,
Wir versuchen, Aktionsanheiten hinzubekommen. Aber eins können wir nicht. Die gesamte politische Bildung müsste auch so ein bisschen innerhalb der SPD und der CDU laufen. So, damit soll es das gewesen sein. Wenn jetzt hier noch weitere Beiträge sind, dann meldet euch. Ansonsten würde ich dann hier die Kundgebung beenden, weil jetzt geht das auch mit der Mummelmeile los. Die wird jetzt gleich da drüben eröffnet. Dankeschön.